Hallo YouTube-Welt und herzlich willkommen zu meinem Tagebuch von Train Fever. Wir sind mittlerweile in der 8. Folge und ich erkläre hier nicht mehr, um was es geht in diesem Format, sondern ich zocke einfach gerade dort weiter, wo ich das letzte aufgehört habe und ich sehe, ich habe knapp 3 Millionen Stutz auf dem Konto. Ja, dann schauen wir doch mal, wo jetzt etwas zu machen, dort wo etwas rot ist und der Takt viel zu hoch in der Brig-Öl-Linie, wo zur Raffinerie gebracht wird, also das Öl natürlich. Ja, also, schauen wir mal, wieso ist denn dort die Linie noch so hoch im Takt? Ja, weil halt auch viel Öl wartet und wenig produziert wird. Das muss sich ändern. Ja, mir sieht hier auch, das Öl geht immer noch zu Fuß. Das heisst, die Linie ist noch zu wenig attraktiv. Dort muss der eindeutig noch mehr drauf. Zuerst tue ich aber die Produktion noch etwas fördern, indem dass ich eine neue Stadt erschliesse und so nah wie Brieg liegt, tue ich dann dort einen LKW-Ladeplatz hin. Schauen wir zuerst mal, wo die Strasse hinkommt. Ja, das sieht nicht einmal so schlecht aus. Oh. Oh. Okay. Das hat es nicht ganz so wollen, wie ich das mir ausgedacht habe. Ja, es wird einfach nicht ganz so durch. Machen wir zuerst etwas anderes. Wir müssen nämlich da das Pferdefuhrwerk ersetzen durch ein neues. Ja, richtig Güter noch einstellen, auf Ja klicken und dann haben wir das schon erledigt und können uns wieder im alten Projekt widmen. Nämlich eine Strasse erstellen dort. 10'000. Ja, ich glaube, das liegt drin. Das können wir uns ja locker leisten. Darum tun wir jetzt dort einen Ladeplatz hin. Ja, dort am Ecken hat es mir eigentlich besser gefallen. Wieso, dass ich es jetzt nicht dort gemacht habe, sondern ganz der Strasse. Das weiss wahrscheinlich nur ich. Wie dem auch sei, wir benennen die Linie benennen nach alter Manier. Brig, gut, schöne Farbe auswählen und von dort nach dort. Zack, fertig. So schnell geht das. Jetzt brauchen wir halt einfach noch Rössli, wo die Linie können befahren. Wir starten hier nur mit einem, weil es ist eine kurze Linie. Und dann warte ich mal, bis überhaupt Güter rum sind, die nach Brig wenden. Für das müsste aber die Ölraffinerie zuerst noch zu Öl kommen. Ich glaube, ich kann meine Gedanken lesen. Habe ich das nicht schon am Anfang dieser Folge gesagt, dass auf dieser Öllinie noch viel, viel mehr Kehren drauf müssen, weil der Takt einfach noch zu hoch ist. Und der Brig-Gut-Kontakt, habe ich gesehen, ist auch noch bei 9 Minuten. Das ist definitiv zu hoch. Tu doch mal schauen, wie viele Güter das schon warten. Aha. Okay, ich bin optimistisch eingestellt und rühre darum gerade einfach noch ein neues Fahrzeug auf die Gutlinie nach Brig. Ja, da haben wir mal ein paar Sachen abgeholt, das ist okay. Sind aber immer noch im Minus. Der Rest ist dafür schön im Plus, so wie es aussieht. Jawohl, sind wirklich die einzigen zwei Linien, die Retour machen. Dafür sehe ich hier, Mendrisio Erz zu Werk macht 134'000 Gewinn. Das ist doch mal ein sattlicher Betrag. Was haben wir denn da sonst noch? Ja, der Rest ist so im Durchschnitt, aber immer noch im grünen Bereich. Darum lassen wir das alles so sein, wie es ist. Und tun nochmal einen Güterwagen auf die gerade vorhin gemachte Linie einsetzen. Das ist gut, dass ich jetzt endlich auf die Idee gekommen bin, zu schauen, oder die Haltestelle rauszunehmen, um zu schauen, wie viel es am Erwartet.
weil so behalte ich nämlich auch den Überblick und kann, wenn es eine Veränderung gibt, auch gerade reagieren. Also, dann schauen wir mal, wo wir unser viele Geld, das wir angehäuft haben. Wir sind schon knapp bei 3,5 Millionen, gut aufgerundet. Die werden wir ja schliesslich wieder ausgeben. Wo könnten wir denn noch Güter einführen? Innsbruck wäre eben dort, aber Stuttgart liegt ja viel näher. Und, das sind die Haltestellen gewesen. Zeigt mir schnell die Stadtinfo. Jawohl, da gibt es 49 Güter, die können transportiert werden. Das tönt nach einem super Abnehmer. Dann tun wir doch die Stadt gerade anbinden. Schauen noch schnell ein bisschen die Höhenlinie an, wieso es der aussieht. Und probieren hier eine günstige Linienführung zu finden. Ja, das ist gerade sehr günstig gewesen, aber geht ja auch nicht, weil der Platz nicht vorhanden ist. So, das wäre der kürzeste Weg. 68'000, gefällt mir aber nicht. Ich wollte dort näher rennen. Was? 157'000 für das kleine Stückchen? Nee, nicht mit mir. Da gehen wir anders vor. Wir packen es dort noch einmal. Nehmen einen kleinen Teil, ein kleines Teilstück, 6'500. Plus... Da noch ein grösserer, durch die kleine Erhebung dort, nochmal 24'000, gibt 30'000. Und dann machen wir hier etwa dort, wo ich es vorhin auch gedacht habe, noch einmal 30'000. Ja, aufgerundet die 30'000. Das heisst, insgesamt hat mir jetzt die Strecke hier 60'000 gekostet. Ich weiss nicht, warum als die KI mir hier vorhin 160'000 für genau die gleiche Strecke hat wollen abluchsen. Ich sage dem Ausbeutung pur, das funktioniert natürlich nicht bei mir, da wehre ich mich dagegen. Ja, und jetzt tun wir uns überlegen, wo tun wir denn hier den Ladeplatz hin. Dort an dieser Stelle würde es mir eigentlich sehr gut gefallen, aber die Ladestation ist dann irgendwie verkehrt rum und ich will sie ja eigentlich gegen aussen haben und nicht gegen dort die Stadt rein. Darum braucht es eine Strasse. Ja, nicht gerade so eine. Ja, die geht auch nicht. He. Ah, die geht. Aber was ist denn das für eine Streckenführung, bitteschön? Also die Strasse ist ja viel zu nahe an der anderen Strasse, die wie eine Sachgasse ist. Das geht gar nicht. Darum machen wir es ja fast so. Eher so. Ja, kommt das okay. 14'000 geben wir für die Strasse aus. Und dort, genau dort machen wir... Der Ladeplatz. Ah, mal schauen, wie teuer das ist uns überhaupt kommt. Dort wäre es günstig. 9'000. 9,5, okay. Aber es gefällt mir nicht dort. Darum machen wir jetzt die Strassenführung dort so durch. Und den Ladeplatz dort hin, auch wenn sie es ein bisschen mehr kostet. Gut, 9,8. Ja. 9,75 sogar. 9,84. 10'000 ist doch ein schöner runder Betrag. 9,9 nehmen wir auch. Ja gut, also, wieder nach alter Manier, Strecke gut, Stuttgart gut, meine ich. Und ich bin jetzt gespannt, was für eine Farbe das ich auswähle für Stuttgart. Ich würde vorschlagen, die, ja, was immer das auch für eine Farbe ist. 1:2 und natürlich gerade Pferdefuhrwerk drauf. Das ist eine längere Strecke, darum gibt es gerade 2 und ab die Post! Das wird sich jetzt in den nächsten paar Minuten ein paar Mal wiederholen. Weil die Stuttgart-Linie die braucht natürlich noch viel mehr, weil 12 Minuten Takt, heieiei. Das kann man nicht so stehen lassen. Und da steht das Rössli im Stau mit sich selber. Okay. Hätte es wahrscheinlich gerade nicht gewusst, wo es durch soll. Ja, jetzt nehmen sie mich Wunder, wie viel Geld das ich dort bekomme, aber zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen habe, hat es mich nicht Wunder genommen. Es hat mich mehr Wunder genommen, wie viel das dort wartet. Es ist recht viel. Darum wäre es wahrscheinlich nochmal so ein Ölrössli loszuschicken. Oh, ich kann einfach noch ein bisschen warten. Ah, nein, ich habe dort ja das schon offen. Darum machen wir das so.
Jawohl, ich habe sogar noch die richtige Linie gefunden. Und weil wir Stuttgart vorhin gerade frisch angebunden haben, tun wir doch hier auch noch einmal zwei Rösser drauf. Hopp! Was nur eins? Aus welchem Grund auch immer, habe ich jetzt hier nur eins Ross auf die Linie geschickt. Ah, wahrscheinlich wollte ich einfach nicht, dass zu viele Rössli leer rumfahren und ich warte, bis dort in Brigg Süd auch Güter transportiert werden, wo nach Stuttgart wollen. Das könnte aber noch ein Zeitchen gehen. Darum warte ich einfach die Zeit mal ab. Für Brigg sammelt sich recht viel schon an und da kommt schon das erste für auf Stuttgart. Yeah! Aber es summiert sich langsam mit der Stuttgart-Linie. Alles, was auf Brieg, während wir schon 4 Millionen haben. Wow. Oder zumindest gehabt haben. Jetzt würde ich aber vorschlagen, tun wir nochmal eins Pferdefuhrwerk auf die Öllinie, damit genügend Öl transportiert wird. Und da jetzt schon drei Güter warten, die nach Stuttgart wollen, können wir schon eine draufrühren, weil bis das Rössli dort ist, ist sicher auch schon das vierte gut dort. Jetzt ist es angekommen, jetzt sind es sogar schon fünf. Also könnte ich eigentlich gerade nochmal eins losschicken. Und trotzdem warte ich. Bis dort wahrscheinlich ein 3 steht, warte ich. He? Zwei. Drei. Schau, ich warte doch noch. Nein, nein. Ich habe mich doch umentschieden und nimm's. Weil jetzt sind es nämlich schon 6. 7. Also das heisst, schick doch gerade nochmal eins drauf, weil es sind schon 8. Also es würde im Fall locker lohnen, noch eins drauf zu rühren, ja. Genau. Und zur Abwechslung auch wieder mal ein Pferdefuhrwerk voll Ölfässer. Weil aus irgendeinem Grund kommt das Öl immer noch zu Fuß in die Raffinerie. Oh, Strassenfahrzeug 66 wird ersetzt werden. Oh, das heisst, wir machen das wieder schnell und effizient. Mit 3 Klicks alles erledigt. Ja, ich würde auch sagen, nimm doch nochmal ein Güter. Ja, was auch immer. Habe gerade den Faden verloren. Das passiert immer, wenn ich nebenbei noch andere Sachen mache. Jetzt tue ich dort das noch ändern, von Laden, wenn voll, auf immer. Weil das braucht es definitiv nicht mehr. Ich brauche genügend Öl. Darum brauche ich auch genügend Rösser, die das Öl können transportieren. Und auch Güterwagen kann ich nicht zu wenig haben, die nach Stuttgart gehen. Produktion ist bei 49. Potenzial bei 80, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Hey, da können noch ein paar Güter losgeschaffiert werden. Also hopp, noch mehr nach Stuttgart. Auf Brieg müssen nicht unbedingt, weil das ist eigentlich gut beliefert. Ich warte immer so 2 bis 3. Und das ist okay, so habe ich die Gewissheit, dass nie eine leere Fracht. Oh, was ist denn da passiert? Jetzt mache ich schon wieder Plus. Ah, und jetzt mache ich schon wieder Minus und schon wieder Plus. Aber ich denke, das liegt daran,
dass ich dort am Fahrzeug ersetzen bin und mich das halt Geld kostet. Nämlich jedes Mal 20'000. Ja, Peanuts bei meinem Kontostand, würde ich mal behaupten. Was haben wir da? Das Potenzial gut ausgeschöpft, okay. Das sieht auch gut aus, das können wir eigentlich alles so lassen. Brig Öl hat bei der Raffinerie dort 18 Stück, die warten. Die könnte man abholen und, aha, die preußische ist gekommen und das Dampftram. Vom Dampftram bin ich zwar nicht so Fan, da warte ich aber lieber auf die nächste oder aufs nächste Tram. Das ist nämlich die Halle. Die wird dann auch bald mal einmal kommen und ich glaube, ab dann werde ich den Tram einführen in der Stadt. Ja, auf Stuttgart wird genug geliefert werden, darum schmeiß einfach nochmal eins drauf, genau. Und Stuttgart Ost hat 18 Ölfässer, die warten. Die könnte also auch noch einmal etwas drauf. Aber jetzt schauen wir zuerst mal den Takt an. 99 Sekunden für Stuttgart. Ja, das ist ganz okay. Mein Riesengut hat 148 Sekunden. Die könnte man dann vielleicht noch etwas machen. Aber eigentlich sieht alles recht gut aus. Auch die 120 Sekunden bei Brieg finde ich völlig in Ordnung. Badegut könnte man vielleicht noch etwas machen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Gehen wir mal schauen, wie es aussieht. 36 von 50. Ja, da könnten doch noch ein paar geliefert werden. Da warten auch ganz schön viele Passagiere. Es wird auch wild gebaut. Ich sehe gerade 3 Baustellen auf einmal. 4, 5. Ja, okay. Ah, da bin ich vielleicht jetzt auch gerade am schauen, ob es sich würde lohnen, aus dieser Linie eine Tramlinie zu machen. Ja, würde sich schon. Würde sich eigentlich schon. Wobei, die macht nicht so einen hohen Profit. Wobei, mal als Postkutschenlinie macht sie eigentlich noch einen guten Profit. Ja, wir warten noch mit der Tram-Einführung. Und schauen zuerst mal, wie viel Stutz gibt mir denn die Stuttgart-Gutlinie pro Fahrt? 20'000. Das ist doch ein schöner Betrag. Und ich sehe gerade, das Öl, wo nach Brig Süd geliefert wird, geht 11'000. Ja, finde ich auch ganz okay. Aber eindeutig, wenn 16 Güter warten, um abgeholt zu werden, dann muss einfach nochmal ein, also da muss wirklich einfach noch mehr drauf, auch das Öl. Dito, da müssen einfach noch mehr Rössli unterwegs sein. Also die Raffinerie hier, die ist wirklich schön am Produzieren. Jawohl, 75, wir sind schon fast bei den 80, also das Potenzial hier ist bei 77. That's nice. Okay, Luzern gut. Muss auch wieder neue Fahrzeuge haben, also machen wir das auch gerade. Oh, ich sehe gerade, das sind doch mehr als 3 Klicks, hä? Also gut, das nächste Mal zähle ich mit, dass ich mich hier nicht mehr blöd verrechne. Jetzt schauen wir aber nochmal, was können wir denn mit unseren 5 Millionen, die wir in der Zwischenzeit haben, 5 Viertel, Entschuldigung, wenn wir es genau nehmen, oder? Was machen wir denn mit unserem Geld sagen? Chur ist gar noch nicht angeschlossen, Winterthur auch nicht. Da in Airolo hat es eine bestehende Linie, wo fast noch schreit, erschlossen zu werden. Also das gibt ganz sicher eine profitable Linie. Momentan habe ich auch das Geld, um mir so eine lange Linie leisten. Also sprich, so eine lange Linie geht ja dann auch lang, bis sie Profit abwirft. Aber das ist
momentan wirklich kein Thema für mich. Das nehme ich aus der Portokasse. Ich schwätze jetzt so und schaue, wie ich dann in, ja, sagen wir, etwa 30 Jahren, was haben wir denn? 1908. Ja, mal schauen, wie ich dann schwätze und wie viel Geld ich dann noch habe. Ich würde aber sagen, das war es da damit mal für die Folge und ich danke dir vielmals, dass du dabei bist. Ich hoffe, du bist es auch das nächste Mal wieder. In dem Sinn, cheers!